Oh, hallo Leute, da sind wir wieder bei God of War. Ich glaube auch, ich weiß, wo es weitergeht. Ich habe meine letzten Videos nochmal geschaut. Die haben uns das hier nicht umsonst gezeigt, also muss es hier auch irgendwas geben. Hier, als wir reinkamen, kam ja hier das. Da. So, jetzt ist das Tor erstmal kaputt. Hallo? Das haben wir schon gelesen. Oh, hätte ich beinahe übersehen. Na komm schon. Ja, dann bist du halt eben dran. Na gut, eigentlich wollte ich die Harpier haben, aber naja. Gar nicht gesehen. Ja. 3000 Obst. Ach, ich drücke mal Select. Haben wir schon aufgewertet. Wie viel brauchen wir hier? 4000. Hier brauchen wir 3000, um Spezialangriff freizuschalten. Ich würde sagen, wir machen als nächstes erstmal Poseidon voll. Dann haben wir eine Magie mehr. Das kann schon mal nicht schaden. Na nun, da brennt was. Wie sieht aus? Als würde es da genau reinpassen. Moment. Das fällt doch runter. Fahrstuhl. Halt, muss rum. Durch Zufall durch den Nebel gegangen. Jetzt haben wir nämlich was, um da hochzukommen. Aber was noch viel wichtiger ist, wir haben was, um hier diesen Schalter zu betätigen. Wo war er? Hier. So, na dann, ich tippe auf ein Gorgonenauge. Erstmal gibt es was zu lesen. Notiz des Propheten Castor. Das Orakel Alaya, ach was weiß ich, wie die heißt, hat gerade eine göttliche Vision und darf nicht gestört werden.
Alle Suchenden und ihre Opfergaben dürfen nur dem Propheten vorgeführt werden. Ist klar, so kann man es natürlich auch machen. Doch, oh, Magie, jawohl. Ich fasse es nicht. Wir haben genauso viel Magie wie Leben. Und endlich auch mal ein paar Obst hier. Ach. So machen wir das erstmal voll. Beim nächsten Gegner, wenn ich dran denke, werden wir mal ausprobieren, was überhaupt damit auf sich hat. Was man jetzt für Magie machen kann. So, dann schauen wir mal. Wir müssen ja jetzt hier hoch, weil wenn wir da hochklettern, ist ja diese Rückblende hier mit dem Kaputt-Dings sofort vorbei. Bam. Nein. Ich wollte eigentlich nochmal dran rumspringen, aber scheinbar nicht. Die Kammer des Orakels. Lege deine Gaben für alle Thea. Wir entscheiden dann, ob sie würdig sind. Ich gebe gar nichts. Genau. Du forderst wirklich eine Audienz beim Orakel, ohne Gaben mitzubringen? Ich fordere gar nichts. Töricht, aber kühn. Obwohl. Du musst einen guten Grund haben, mit solch einem Zeichen das Orakel aufzusuchen. Kehre zurück, wenn du bereit bist, Opfergaben zu erbringen. Ich kam, um das Orakel zu sehen. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich hätte gerne deine Geschichte gehört, Krieger. Eine Schande, dass du dich der Vernunft verschließt. Entfernt ihn! Was ist denn das für ein kleines Mädel da auf den seine... Ist das das Orakel? Och Gottchen. Genau. Wir brauchen einen besseren Sklavenhändler. Was ist das denn für einer? Wir dulden deine Vermessenheit nicht. Du wirst sie nicht sehen. Aber der wäre in Sparta auf jeden Fall ausgesondert worden. Sparta! Hä? Was? Muss ich irgendwas drücken? Ich habe ja nichts gesehen. Was? Ah! Ein Wettlauf mit der Zeit, also. Aha. Oh. Wir sorgen. Es ist ganz schön schwer zu sehen, wo man überhaupt hinspringen muss, muss ich sagen. Dein Wunsch, das Orakel zu sehen, wird dein Tod. Wenn ich dich erreiche, wird das dein Tod sein. Das trifft wohl eher zu. Na komm her. Wir sorgen dafür, dass du nicht überlebst. Oh. Och, Mann, oh. Muss ich den ran? Jetzt will ich mal was probieren. Muss ich den greifen, oder? Ah, schade. Oder wird es... Also ist es ein reines Rennen, oder muss ich den auch kriegen? Hallo, dein Wunsch, ich wollte springen. Dein Orakel zu sehen, wird dein Tod sein.
Dein Wunsch, mich aufzuhalten, wird dein Tod sein, nachdem ich überlebt habe. Mal irgendwann endlich. Wir sorgen dafür, rennt weg, dass du nicht überlebst. Oh. Komm näher, Hujon! Na scheiße. Ich weiß, er kommt näher. Lass mich, ich kümmere. Oh nee, nicht normal. Aber so wie es aussieht, muss ich den wenigsten nicht fangen. Das ist schon mal viel wert. Dein Wunsch, das Orakel zu sehen, wird dein Tod sein. Ja. Komm näher, Hujon. Ich weiß, er kommt näher. Lass mich, ich kümmere mich um ihn. Arroganter Narr. Wer von uns beiden ist denn arrogant? Ach, schade. Meine Fresse, wer baut denn nur so eine Brücke? Muss ich jetzt nochmal von ganz vorne? Ach, verdammt. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Dein Wunsch, das Orakel zu sehen, wird dein Tod sein. Oder deiner. Komm näher, Hujon. Ich komme näher. Ich weiß, er kommt näher. Lass mich, ich kümmere mich um ihn. So. Arroganter Narr. Das war knapp. Wir lassen uns nicht besiegen. Na, also, wieso ist denn das auf einmal Viereck? Ich bin felsenfest auch so davon ausgegangen, dass jetzt nochmal Kreuz kommt. Es geht schon weiter. Das war knapp. Wir sorgen dafür, dass du nicht überlebst. Na, wenn er das sagt. Bis jetzt hat es ja relativ gut funktioniert. Aha, jetzt. Komm näher, Hujon. Ich weiß, Mann, er kommt näher. Lass mich, ich kümmere mich um ihn. Bin ich denn jetzt? Dein Wunsch, das Orakel zu sehen, wird dein Tod sein. Na, wenn du das sagst. Ich weiß, er kommt näher. Lass mich, ich kümmere mich um ihn. Ja, kannst dich um deinen Einkauf kümmern, aber nicht um mich. Arroganter Narr. Und Sprung. Wir lassen uns nicht besiegen. Sprung. Sprung. Dreieck. Du magst ein großer Krieger sein, doch in unserem Tempel hast du nichts verloren. Du wirst das Orakel niemals sehen. Das Orakel sieht schon ganz schön am Ende aus.
Wie lange hat das denn schon eine Vision?